Ja, hallo, willkommen DVD-Fans zu meinem neuen DVD-Update. Diesmal geht es wieder um Comic-Verfilmung, genauer gesagt um die Spider-Man-Serie von Sam Raimi, dem Regisseur von Tanz der Teufel. Mit diesem Film hat er es endgültig geschafft, im Mainstream-Kino seinen Platz zu finden und er ist so einen absoluten Blockbuster-Regisseur ja, geworden. Letztens hat er mit Dragon to Hell sich mehr wieder zu seinen Horrorwurzeln zurückbesonnen, aber mit den Spider-Man-Filmen hat er wirklich tolle Unterhaltungsfilme geschaffen. Ich fange mal mit dem ersten an, in der Deluxe Edition. Ein Digipack, das ist der Schuber, sehr stabil, das ist das hintere. Zwei DVDs sind normal identisch mit der normalen Special Edition und dann gibt es noch eine dritte DVD, Mutanten, Monster und Helden, wo Kevin Smith im Interview ist mit Stan Lee. Ja, ich zeige euch mal das wirklich ellenlange Digibook oder Digipack. Fangen wir mal hier an. Das Cover Artbook ist genau das gleiche wie halt auf der Hülle. Hier vorne, da ist ein Comic und da sind halt auch mehrere Artworks. Sehr gelungen, muss ich sagen. Hier ist Spider-Man. Dann gehen wir weiter. Das ist Disc 1 mit dem Film drauf. Und ein paar Extras wie Audiokommentaren. Sieht wirklich endgeil aus. Da ist der grüne Kobold. Wird auch sehr gut gespielt im Film von Willem Dafoe. Da ist der grüne Kobold. Zweite Disc. Wieder Spider-Man. Das wegnehmen. Und dann kommen wir zum Rest. Da ist noch ein kleines Booklet mit Produktionsnotizen. Und hier ist ein sogenannter Filmschnipsel. Da. Diese Filmszene auf dem Schnipsel drin, kann man relativ gut erkennen. Muss ich sagen, sieht echt geil aus. Hat auch scheinbar eine Limitierung, ist Nummer 106.463. Auf jeden Fall Ausschnitt aus dem Film. Sehr geil gemacht. Ich muss sagen, das Digipack ist echt ein Sammlerstück. Ist ja auch mit später mit zwei Teilen anderes erschienen. Aber das hier ist wirklich erste Sahne. Und da ist die Dokumentation. Und es ist ellenlang, wirklich ellenlang. Es ist auch recht stabil gemacht. Natürlich, es hat schon über 6 Jahre auf dem Buckel, aber es sieht wirklich geil aus. Dann komme ich zum zweiten Teil. Der Teil ist eine Steigerung gegenüber dem ersten. Auch die Wahl des Bösewichtes, Dr. Octopus, ist auch eine gute Wahl. Die Story geht eigentlich nahtlos mit dem ersten Teil weiter. Harry versucht den Tod von seinem Vater zu verarbeiten, findet später aber heraus, dass Peter Spider-Man ist und daraus ergibt sich ein weiterer Konflikt, der im dritten Teil dann aufgearbeitet wird. Das ist die Rückseite, das hier ist die Extended Version, geht 8 Minuten länger, gibt etwas mehr Handlung, ein bisschen mehr Action, geht 130 Minuten jetzt, die Kinofassung ging 122, ist ab 12 freigegeben. Ich muss sagen, die Fassung ist wirklich auch sehr gut gelungen, gibt ein bisschen mehr Bonusmaterial, aber dafür wird einiges Bonusmaterial der alten 2 DVD Special Edition. So, und das hier ist das Innere. Sieht auch absolut geil aus. Das hier ist aber leider nur eine Einleger mit den Kapiteln hinten drauf. Aber das Innere ist sehr, sehr hübsch gemacht. Muss sagen, der Film ist eine definitive Steigerung gegenüber dem ersten schon sehr guten Teil. So, jetzt kommen wir zum Abschluss der Serie. Teil 3 im Digipack mit so einem geilen Halbschuber. Sehr geil gemacht. Spider-Man 3. Krönender Abschluss, auch wenn viele sagen, er wäre am Ende zu kitschig oder so, aber das passt wirklich gut. Ist auch sehr emotional. Der Film ist der längste der Serie, geht 133 Minuten. Und hier muss Spider-Man gegen Venom, den Sandman und auch gegen Harry, der halt zum New Goblin wird, antreten. Das hier ist auf jeden Fall, sieht man schon, Halbschuber. Und das hier ist das Digipack. Es ist ein kleineres als bei Special Edition vom ersten Teil. Hier ist nochmal ein Heftchen mit einigen ja, Notizen hinten, wie immer Kapitelanwahl. Dann hier, da sieht man natürlich Spider-Man Tobey Maguire. Und hier sind die Discs auch, passen sich dem Digipack sehr gut an. Extras sind sehr gut. Und ich muss sagen, das ist ein guter Abschluss. Ich finde es allerdings schade, dass die Macher jetzt, nachdem Raimi und halt Maguire ausgestiegen sind, einen Reboot planen. Mit Mark Wegg als Regisseur, dem Regisseur von 500 Days of Summer,
in seiner Jugendzeit. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Und dann Robert Pattinson in die engere Welt nimmt. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall ist das eine geile Comicserie. Die beste ever. Und damit möchte ich mich verabschieden. Euer Lord. Bis zum nächsten Mal. Ciao.